Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge hier bei Pharma 2.0 auf der Hof Bergmann und zusammen mit dem Bulli fahrenden, denke ich mal, Axel. Ja, grüß Gott, mein Mann. Moment. Ein Wunder. Irgendwie habe ich gerade eine Störung im TS. Ein wunderschön, ihr Lieben. Alles, ah, alles. Jetzt. Ja, da ist er. So, ja. Da sind wir wieder, zum Mittwoch. Wir hoffen, ihr habt ein schönes Bergfest bis jetzt so gehabt. Ne? Immer wenn Mittwochs ist, ist nicht mehr weit bis Wochenende, weil dann ist logischerweise nur noch Donnerstag und Freitag. Und ja, in dem Sinne sind es dann quasi nächste Woche, also diese Woche, wenn ihr das seht, sind es dann bloß noch 2 Tage und dann sind es bei mir persönlich bloß noch 2 Wochen, dann habe ich Urlaub und beim Stahl sind es nur 1 Woche und dann hat er auch Urlaub. Richtig. So, da freuen wir uns ganz doll drauf. Oh, 2 Wochen, sag ich ja. Wohlverdienten Urlaub. Ja, so sagt man, ne? Das ist so. Ja, also tatsächlich freue ich mich auch sehr auf die 2 Wochen, weil ich sag mal so, ich hatte zwar jetzt so die 6 Tage, ne? Aber ja. Du kannst in 6 Tagen nicht abschalten. Ach, also das geht nicht. Das, also zu 2 Wochen, 3 Wochen eigentlich sagt man so, ne, wo man davon ausgehen kann, okay, man hat mal abgeschalten, man konnte sich ein bisschen erholen, ne, so, aber unter dem ist halt echt immer so eine Sache. Ist das nicht wirklich so, dass man sagt, nach der Körper oder der Mensch an sich, der braucht erstmal 2 Wochen, um das überhaupt mal so zu registrieren oder zu verarbeiten, und in der 3. Woche bist du echt erstmals im Urlaub angekommen? Ja, schon so, also weitestgehend. Also schon so in der Mitte der zweiten Woche kann man das eigentlich schon sagen. So. Aber ja, der Körper braucht halt eine Weile, ne, bis er sich so ein bisschen drauf einstellt. Weil es geht ja schon los bei der Schlafgewohnheit. Ne? Ja, ja. So. Also ich persönlich, weiß ja nicht, wie es bei dir ist, bei mir ist so, ich bin ja schon immer vor dem Wecker wach. Nervig ist das. Manchmal, ja. Wirklich. Manchmal, außer Robert ist da. Wobei ich sagen muss jetzt, aber was haben wir heute überhaupt? Wir haben Samstag, ja. Heute wollen wir aufnehmen, machen wir Samstag, ja. Genau. Alter. Gestern. Ja. Ich werde morgens wach vom Wecker. Ich gucke auf die Uhr. Ich denke, oh. Aber wirklich, oh. Jetzt bist du zu spät. Okay. Ich stehe auf in einem Affentempo. Ja. Steh vor der Tür und denk, warum ist er da noch so dunkel? Okay. Dann hat man nicht kurz vor 6, sondern wir hatten kurz vor 5. Das war mein erster Wecker, den ich gehört hatte, und ich dachte, das wäre mein letzter. Ich hätte die anderen alle verpennt. Ah, ja, das ist auch schwierig. Dann fuhr ich auf der Arbeit, dann gucken mich alle Arbeitskollegen an, die nach mir in dem Sinne gekommen sind. Ja. Alles. Haben wir verpennt oder bist du einfach nur zu früh? Ich sag, das glaubt mir eh wieder kein Mensch. Ich sag, hab ich denn das auch erklärt? Die sagten, ja, dann bist du ja heute ja wahrscheinlich schon um 12 Uhr weg, wa? Ja, ich sag, wenn bei mir ging, da wäre ich schon gar nicht gekommen. Ich habe eine Nacht von der Arbeit geträumt, direkt mal 4 Überstunden aufgeschrieben. Na, freilich. Muss. Das muss. Heieiei, ja, das ist schwierig. Aber ja, kenne ich auch. Das ist immer so eine Sache. Ja, aber das sind so Dinge, die natürlich schon auch passieren. Ne? Also, freilich, klar. Jedem auf alle Fälle. Klar, irgendwie. Auf alle Fälle. Das geht halt auch schnell, ne, muss man sagen. Ja. Das ist halt oha, warte. So. Also wir haben hier 3 Pakete voll Brot, die bringe ich jetzt erstmal in den Shop rein, also kauf die erstmal. Ja. Und hol dann gleich nochmal, also bring dann gleich nochmal Brot mit. Mensch, Mehl fürs Brot. Himmel, Arsch und Zwirn, kann ja wahr sein. Ja, eigentlich war ja richtig, nur ja. Irgendwie was später oder früher. Ja, es ist ein Herstellungsprozess. Es ist Wochenende, die Hirnfunktion wird auf 40% beschränkt. Reicht, ja. Ja, reicht, Wochenendmodus. Mehr muss nicht.
Ja, wobei, wir haben Schützenfest. Ja gut, ne, da ist es bis 20%, mehr muss nicht. Reicht ja zum Autofahren. Ja. Zum Autofahren, zum Essen und zum Limo trinken. Ja. Ah, oh, übelst. Ja, das ist halt wiederum so das Ding. Ne? Bei mir wird es wirklich nur Limo bleiben. Ja, ne, du hast ja wieder Auftritt, ne? Du musst ja wieder hier Palim Palim machen und so. Ja gut, aber hier ist ja Orchester. Heute ist Zapfenstreich und. Also der ist immer samstags, der fängt an mit einem Standkonzert, ja, mit noch einem anderen Orchester und dann ist der große Zapfenstreich. Ja. Und den wir auch spielen. Okay. Und dann ist Feuerwerk quer durch die Stadt und dann geht's ans Zelt und dann ist Party. Aha. Und morgen früh ist sozusagen so ein Frühschoppen-Standkonzert wiederum mit drei, insgesamt drei Orchestern. Wenn das rum ist, dann ist so, ich sag mal, Mittagspause, dann geht jeder in die Stadt irgendwo hin essen und. Oder daheim, wie auch immer. Und dann ist der große Umzug, dann ist wieder Konzert im Zelt und dann, wer mag, kann dann auch noch im Zelt bleiben. Ist dann, ja, wie sage ich gerne, sonntags ist immer so diese Schlagerparty, so würde ich es jetzt mal nennen. Also das ist eine andere Richtung als die samstags ist. Und dann Montag, morgen Frühschoppenkonzert und dann ist, ja, wie lange kannst du noch stehen? Null. Also Montag hast du quasi auch noch frei. Aber wirklich aus dem Grunde, weil wir halt wirklich da auch morgens nochmal spielen müssen. Ne? Ja, okay. So, und weil das aber ja bei uns in der Hauptstadt ist und ich wohne ja in einem Nebendorf und es vom Fahrerischen einige gibt ein paar Schwierigkeiten. Ich komme jetzt gerade nicht auf das Wort. Ich kriege gerade Komplikationen. Richtig, danke schön. Gerne. Auf jeden Fall ist es so, dass ich dann immer am Fahren bin. Ja. Also von daher ist ja, dann gut, halt klar, so. Bietet sich ja an, ne? Das ist ja, steht ja dann außer Frage. Ich meine, cool ist es ja, wenn der Arbeitgeber da auch mitmacht, ne? In dem Sinne. Ist ja nur der eine Tag. Ne? Bin ich ja gerade mal dran, im Überlegen, meinen Arbeitgeber mal zu fragen, wenn ich den Sabbat dann machen will. Hier, die dauert unbeabsichtigt ein bisschen länger. Ich brauche mir noch 2 Tage. Wir hatten tatsächlich mal einen auf der Arbeit. Wie soll ich jetzt sagen? Der hat am Montag morgens angerufen und sagt, er hätte am Wochenende einen Unfall gehabt. Limo-Spezialunfall gehabt. Getränkeunfall halt, ne? Ja. Da hat er den nur ausgelacht und hat gesagt, bis moin. Ja, man kennt das halt, ne? Die Getränkeunfälle, also das ist immer so eine schwierige Sache. Oder, also wie gesagt, das war damals mein Meister. Leider ist er auch nicht mehr unter uns. Also. Gott hab ihn selig! Absolut. Und der war wirklich drauf. Das war so ein richtiger Westerwälder, auch so vom Dialekt, ne? Der dann gesagt, oh! Das ist mir auch schon passiert. Mein Gott. Aber gut, dass er angerufen ist. Aber cool ist es ja, wenn sie dann so entspannt reagieren, weißt du? So, also wenn sie dann nicht vergessen, dass das den ja auch mal, weißt du wie? So. Ich sage ja immer wieder, ich glaube, man kann eine Einstellung haben, wie man will, aber eins steht ganz weit oben. Gewissen Prozentteil an Menschlichkeit darf einfach nicht fehlen. Und deshalb sage ich ja auch immer, man sollte immer bedenken, wo man herkommt. Mhm. Ja, weil wenn man das irgendwann mal vergisst, ich weiß aber nicht. Aber das mit der Menschlichkeit ist halt echt so ein Problem, ne? Sagst du ganz ehrlich, gerade heutzutage, das geht ja immer mehr bei vielen Firmen so, also nicht bei allen, um Gottes Willen, muss man sagen, ne? Mhm. Aber so bei vielen Firmen geht das ja schon echt den Bach runter, ne? Ja, weil das nur noch echt schade. Ich weiß nicht, ob Profit.
Ja, jetzt sind nur noch Kennzahlen. Ja, ja. Was anderes interessiert nicht mehr. Ja, mal also, mit der Kennzahlthematik. Kann es nicht mehr hören. Ich wusste, dass ihr das was sagt. Kann es nicht mehr hören. Es ist echt, ja. Ich hab bei der Debatte habe ich mein Gehör ausgeklinkt. Ich kann es nicht mehr hören. Ja, das aber es ist halt genau das, ne? Aber dann sage ich dann auch, meine Freizeit hat auch eine Kennzahl und die steht höher. Das ist wirklich so. Also ich bin wirklich so ein Vertreter. Arbeiten auf jeden Fall, also definitiv, ja. Kollegen natürlich auch unterstützen und, ja. Aber meine freie Zeit, die ich im Leben habe, die ist mir kostbarer als alles andere. Warum? Ganz einfach. Man ist seinem Arbeitgeber 8 Stunden schuldig. Ne? Mhm. Also stellt man ihm zur Verfügung. Ja? Alles, was danach ist, ne? Das kann einem scheißegal sein. Muss ich ganz, ganz ehrlich so sagen. Ne? Weil, ihr müsst ja die Meinung nicht teilen, Leute. Ne? Also könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ne? Aber ich sehe das so, was hast du denn davon, wenn du dein ganzes Leben buckelst, du machst dich krumm und, ne? Und dann bist du in der Rente, ne? Und dann, ja, hast du nichts davon, weil du dich nur krumm gemacht hast. Wisst ihr, wie ich mein? So, gesundheitlich und so. Ja, ich sag mal, es gibt ja auch, weiß ich nicht, der Fleischer ein oder andere wird den Spruch ja auch kennen, man geht arbeiten, um zu leben und nicht, man lebt nicht, um zu arbeiten. Ne? Richtig. In einem gewissen Sinne. Ne? Man muss, ja, man dürfe jetzt nicht jedes kleine Wörtchen auf die Goldwaage legen, aber man sollte doch irgendwie so einen Ausgleich finden, wenn meines Erachtens aber auch dann irgendwann so der Punkt kommt, wo man wirklich nur noch denkt, ich komme nur noch nach Hause, tu schlafen und gerade essen und bin so, dann wieder auf dem Weg, nur noch auf der Arbeit und es wird immer mehr, es wird doch alles teurer und, aber irgendwie tut sich nichts. Und wenn du dann mal das ansprichst, man spricht es nur an, und dass man dann wie so ein, wie ein gewisses Etwas dann abgestempelt wird, dann sollte man sich wirklich Gedanken machen, auch ob man nicht vielleicht mal sagt, so, ich muss hier einen Cut machen. Ist meine Meinung, braucht man nicht teilen. Ne? Ja. Aber ich glaube, das ist noch ziemlich human gesagt. Das ist halt, ja, auf jeden Fall. Ich weiß so genau, was du meinst. Es ist halt wirklich so, ne? Sicherlich, es ist nicht überall so, ja. Du kannst doch wirklich gute Firmen haben, wo der soziale Aspekt auch wirklich sehr hohen Stellenwert hat, ne? Aber es beißt immer aus keinen Faden ab, ne? Es ist trotzdem so eine Sache, wo nicht überall so ist, ne? Ja. So, das ist halt echt so ein Punkt. So, kriege ich hier noch was drauf, oder? Ja, komm, zwei passen noch drauf. Dann kann ich sagen, hab meine Waage voll geladen. Ja, so, was soll ich denn jetzt machen? Da wissen wir, wir könnten uns mal Gedanken drüber machen. Hat mein Bulldog in Frontlader oder nicht? Ich glaube nicht. Ich glaube, prinzipiell bei der Serie konntest du keinen Frontlader konfigurieren. Ja. Bin da aber nicht ganz sicher. Dann sollten wir uns mal Gedanken drüber machen. Okay, jetzt muss ich ein bisschen langsamer fahren. Ulla, die Walfe. Ah ja, so, also so, ja. Ja. Das erinnert mich so an, ja, na gut, lass mal das. Ja, ist auf jeden Fall gut geladen, das Ding. So, ist bloß ein bisschen kopflastig. Ganz dezent. Da müssen wir uns mal Gedanken machen, wie wir jetzt den Kompost rauskriegen, weil den müssten wir ja eigentlich. Ach so. Besser? Ah. Das ist ja so das Ding. Kann man das denn aufdecken? Oder ja, kann man das erst dann, wenn man mit dem Frontlader dran gefahren ist? Nee. Du kannst mit R müsstest aufdecken können, normalerweise. Nee. Echt? Ja. Echt nicht? Oder ist das wieder so diese spezielle Dingen hier von wegen 100% und dann dauert das nochmal ein bisschen was? Nee, eigentlich nicht. Oder es ist, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ehrlich gesagt, ob es vielleicht nicht doch so ist, wie du vermutest, dass mit der Schaufel, wenn du mit der Schaufel rankommst, müssen wir testen, Stallus. Keine Ahnung.
Also nicht hundertprozentig. Ich war eher der Meinung, man könnte das auch mit R dann wieder aufklappen. Also ich habe, oha, weißt du was Schlimmes, wenn dir selber auffällt, dass du im Entspannungsmodus bist? Aufklappe, Aufklappe. Ja, die Wörter werden kürzer und... Ich dachte, der hat sie jetzt gerade mal gemerkt, dass du im Stuhl liegst. Nee, tatsächlich noch nicht. Okay. Tatsächlich noch nicht. Das passiert mir nur bei Simulationsspielen, wo man viel bauen muss. Dann, okay. Dann rutsch ich dann immer etwas tiefer. Aber ihr Lieben, wir rutschen jetzt so ein bisschen tiefer und das bedeutet, ja, ihr gebt die Kommentarleiste, ja, und schreibt ein nettes Kommentar, lasst ein Däumchen da, denn wir zwei sind schon wieder fertig für heute. Ja, und in diesem Sinne sagen wir Winke Winke und Adele. Genau. Tschüssi.